aus den entlegensten Winkeln des Universums haben sich hier in dieser großen Halle der Gerechtigkeit die stärksten Mächte des Guten aller Zeiten versammelt. Superman! Batman und Robin! Wonder Woman! Aquaman! Und Meg. Treu ergeben der Wahrheit, der Gerechtigkeit und dem Frieden für die ganze Menschheit! Wo ist er? Wo zum Teufel ist Dufresne? Ich weiß nicht, Sir. Sie haben Arme und Beine aus Holz. Als Arzt weiß ich, dass er auch noch andere Gliedmaßen aus Holz hat. Wie unanständig. Ja, aber sehr hart. Und auch sehr lang. Darf ich mal anfassen? Mach das mit in der Dunkelzelle. Ihr werdet ihn finden. Sofort. Nicht nach dem Frühstück, nicht nach CSI, sondern sofort. Ich bin so sauer. Ich könnte einen Stein auf dieses Poster von David Cassidy werfen. Dem Direktor und seinen Jungs war nicht klar, dass Andy Dufresne schon am Abend davor aus dem Shawshank-Gefängnis geflohen war. Andy kroch 500 Meter in die Freiheit durch einen Schacht, der so stank, dass ich es mir nicht mal vorstellen kann. Andy Dufresne, der Mann, der durch einen Fluss voll Scheiße kroch und auf der anderen Seite sauber rauskam. Ich werde nie verstehen, warum er es am Kohlsuppenabend getan hat. Glauben Sie, nach Ihrem besten Gewissen resozialisiert worden zu sein? Resozialisiert? Das ist nur ein dummes, fiktives Wort. Damit Burschen wie Sie hinter einem Tisch sitzen, einen Anzug tragen und sich wichtig fühlen können. Sie sind ein Arsch. Und letzte Nacht habe ich mit Ihrer Mutter geschlafen. Und ich schwöre bei Gott, wenn Sie mich hier rauslassen, werde ich sofort wieder einen Mord begehen. Meine Damen und Herren, das war's. Unsere letzten Minuten. Jeden Augenblick wird die Erde in den Schlund des schwarzen Lochs gezogen. Wir von Channel 5 möchten Ihnen noch ein paar Highlights der kurzen menschlichen Existenz präsentieren, wie die Schlacht von Hastings. Jungs, wenn wir hier gewinnen, dann kriegen wir Hastings. Ja, dann los. Attacke. Super, Hastings. Das Ottomanische Reich. Daran könnte ich mich gewöhnen. Wisst ihr was? Genau das ist es, was unser Reich ausmacht. Die erste Fernsehsendung. Weißt du, was cool ist? Lois hat gestern erlaubt, dass ich bis 7:30 aufbleibe, um Phineas und Ferb zu sehen. Ich bin so müde, weil ich so lang wach war. Die Sicherheitsleute haben dein Atemspray gefunden. Oh, der war gut, Brian. Blätter mal um. Was? Blätter mal um. Die Unsicherheitsleute haben deinen Penis gefunden. Was? Wie hast du... Hatscha! Lois, hast du das iPad zum Kacken gesehen? Ich kann nur, wenn ich Tiger King gucke. Hä? Das iPad, das wir nur beim Kacken verwenden und manchmal auf Flügen für Stewie. Ich spiele das Sesamstraßen-ABC da drauf. Habe ich deswegen die Juckaugen? Ich weiß nicht, wo es ist, aber sicher nicht im Schuppen. Also guck ja nicht im Schuppen nach. Du meinst die Ohrwurmfestung? Nein, danke. Da war ich zuletzt, als ich die Schubkarrenschlacht gewonnen habe. Jaha, zu schnell und zu clever für euch Ohrwürmer. Dann kümmern wir uns mal weiter um den Garten. Gänge in feuchtes Holz bohren und darin schlafen. Was ist eigentlich aus der Gast-der-Woche-Nummer geworden? Der was? Der Gast der Woche im Coffeeshop. Warst du da schon? Warum redest du darüber? Bist du besessen davon? Du hast sehr oft darüber geredet. Oh, wenn ich das sage, hörst du es. Aber nicht, wenn ich sage, runter von der Couch. Ich bin gern oben bei den Menschen. Entschuldigt mich, ich muss diese Feuchtigkeit zu unserem Tunnelgrabeholz bringen. Ich hätte lieber eine Stirnhüllenvereiterung als diese dämliche Auszeichnung. Ist doch sowieso gefaked. Wusstest du, dass Lester im selben Haus wie Lisa wohnt? Ist das fair, ha? Was für ein langweiliges Thema beim Abendessen.
Ich bin im Wintergarten und da bleibe ich von 9 bis 11, falls jemand fragt. Und guck bloß nicht nach mir! Wollen wir Flaschendrehen zum Rumfummeln spielen, um den Abend aufzulockern? Bin dabei. Stewie, wie ändert man die Laufrichtung der Zeit? Das ist doch gar nicht möglich. Als du die Anzeige an meiner Maschine zurückstellen wolltest, wurde anscheinend eine Quantendruckwelle ausgelöst, die stark genug war, um den Strom der Zeit umzukehren. Und wir wurden vermutlich deshalb von den Auswirkungen verschont, weil wir uns im Moment der zeitlichen Umkehrung in der Maschine befanden. Bist du eingeschlafen? Hä? Nein, ich habe zugehört. Was für ein Vollidiot verändert die Zeit und schläft dann ein? Es tut mir echt leid, Stewie. Kriegst du das wieder hin? Es wird eine Weile dauern, die Maschine neu zu bauen und vor allem sie wieder auf normale Zeit einzustellen. Aber ich hatte schon schwierigere Aufgaben. Ich musste Amerika erklären, warum sich Heidi Klum von Ziel getrennt hat. Gesicht. Guten Abend, ich bin Tom Tucker. 2 Studenten wurden heute früh geknebelt und gefesselt in ihrer Wohnung gefunden. Gesucht wird der, die Katzen, Kater, Sitter, Sternchen, Inn. Man kann's mit dem Gender noch übertreiben, Leute, innen. Okay. Lois? Ich mach grad den Abwasch fertig. Ich bin ein guter Mensch, Joe. Manchmal tun gute Menschen schlechte Dinge. Du darfst fertig abwaschen. Dann muss ich dich festnehmen. Du darfst sie nicht mitnehmen, Joe. Du kannst noch eine Ladung Wäsche anstellen. Dann muss ich dich festnehmen. Dann darfst du noch das WLAN-Passwort aufschreiben. Dann muss ich dich festnehmen. Wo ist die Erdnussbutter? Naja, Peter, ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass Chinesen aus China und Japaner aus Japan kommen. Ja, wahrscheinlich wurdest du deswegen des Restaurants verwiesen. Hey, du kommst gerade rechtzeitig. Die Folge mit dem Fettsack läuft. Wie ich es hier beschreiben würde, wir sind ganz normale Leute mit langen Haaren, die eine Vorliebe für Suppe haben und gern mit der Zunge heftig an was rumschlabbern. Ehrlich, die Suppen spielen eine viel größere Rolle, als mir anfangs erzählt wurde. Das kann ich nicht genug betonen und während der anderen Sache muss ich immer krass pinkeln. Da ist ein gerahmtes Foto der Großeltern an der Wand, das alles, was dort passiert, überwacht. Ich weiß nicht, ob Stewie das gucken soll. Entschuldige, ich bin nur völlig fixiert auf Peters Haare. Jedes Mal, wenn er reinkommt, läuft das Gitarrenintro von Aqua lang. Ich bin mal weg. Hab die Schlüssel vergessen. Waren die falschen. Ich rede mit ihm. Ach, danke, Brian. Er ist vermutlich draußen in der Brennerei. Bist du vom OAQ? Was soll der Mist? Ich bin's, Brian. Das Ordnungsamt Cohort will mich von hier vertreiben. Was ist das hier? Ich brenne hier meinen Schnaps, ohne dass die Regierung sich einmischt. Da, nimm einen Schluck. Was ist da drin? Keine Ahnung. Wäre ganz gut, wenn die Regierung sich einmischen würde. Ah, ist gar nicht so schlecht. Das sind die Bullen. Hau ab! Keine Sorge, zu Fuß komme ich nicht weit. Hab eine Kettensäge gewonnen. Was? Was redest du für einen Quatsch? Eine Frau die Straße runter verschenkt alle Sachen von ihrem Mann, weil der sich ins Gesicht geschossen hat. Oh mein Gott! Die Frau kenne ich. Ich kann ihn verstehen. So haben wir auch das Sofa bekommen. Praktisch alles in diesem Haus ist Weihnachts-Selbstmordmobiliar. Donner, die hatten ein Megafon. Ich weiß nicht wieso, aber die hatten ein Megafon. Cleveland, Zeit zum Mittagessen. Was will ich? Sandwich. Wann will ich es? Sofort. Ich esse keine Suppe davor. Okay, Rupert, nicht vergessen. Wir essen jetzt nett zu Abend und dann gehst du zurück zu Stewie. Denn ich liebe meinen kleinen Bruder und du auch. Ihr beide gehört einfach zusammen. Du liebst mich also doch.
Oh, Rupert, ich liebe dich über alles. Und ich wollte es nicht sagen, weil ich nicht wusste, ob du es zurücksagen würdest. Und, ach, was war ich nur für ein... Chris! Komm schon, er ist mein Bruder. Ganz ohne Zunge geht's nicht. Chris, geht es dir gut? Bitte sag doch was. Ich glaube, Jordan Peele ist nicht so talentiert, wie wir anfangs geglaubt haben. Weil ich so viel Wasser geschluckt habe, habe ich ein paar Dinge gesagt, die ich nicht so gemeint habe. Jordan Peele ist der größte lebende Filmemacher und Visionär. Sowohl für Comedy als auch für Drama. Es gibt nichts, was er nicht kann. Gut, dann drehen wir jetzt einen Zwillingsporno. Schlag mich nochmal und ich bin dabei. Hallo, Schlafmütze. Stewie? Wie geht's dir, mein Freund? Ganz gut. Weißt du noch, was passiert ist? Nein. Das ist die richtige Antwort. Na, dann wünsche ich dir einen netten Tag und wir sehen uns zu Hause. Ich glaube, wir können ihm ein Herz entnehmen. Oh, nein, er ist wach.